Ja, herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ich habe längere Zeit pausiert, das lag aber daran, beziehungsweise videomäßig pausiert. Ich habe zwar schon gespielt, aber ich habe dann das mit den Videos irgendwann mal eingestellt, das wurde dann einfach zu wiederholend. Das heißt aber nicht, dass das Spiel an sich schlecht ist. Es ist schon interessant, aber man macht halt eigentlich immer dasselbe. Und wie ihr seht, habe ich mittlerweile alle, ja, Oberbosse, beziehungsweise ja, entscheidenden Bosse gecached, getötet, umgedreht, und somit können wir endlich El Cieno angreifen, beziehungsweise die Hauptmission erfüllen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch wieder mit. Diesen Ricky Sandoval, diesen Agenten, der eigentlich auf unserer Seite war, mit dem ist irgendwas nicht koscher, weil der Obermotz hat nämlich gerade gemeint, dass der anscheinend korrupt war. Und ich denke, das werden wir nun ergründen. Auf jeden Fall soll ich hier an dieser Position eventuell den Aufenthaltsort von El Cieno halten. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich bin mittlerweile schon vorgefahren, beziehungsweise hier den Berg hoch. Ich werde als erstes mal mit der Drohne erkunden. Das sind ein paar Mopeds, die da so... Und ich glaube, da liegt ein Toter rum. Ich glaube, unser Kontaktmann wurde gerade umgebracht. Ja, an sich, das Spiel ist top, also... gibt's nichts, auch wenn ich nach wie vor noch der Meinung bin, dass es halt vom taktischen Spielen her nicht so tief ist wie zum Beispiel Ghost Recon 1, aber schon allein die Landschaft und hier rumzufahren, also das macht schon Mods Gaudi. Vor allem ist es halt wunderschön anzuschauen. Und es ist ja immens groß, das ganze Spielfeld. Wir sind da. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung. Bewegung? Achso. Shit, hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuch's bei Pak, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich frag mal Bowman, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Mit Pak? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da, dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pak Katari gehört? Pak Katari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman. Bowman. Mhm. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Bowman sagte, Pak sei bei ihr, dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Baumans letzten Standort ermitteln? Mach ich. Ja, das vermute ich nämlich auch, dass der falsch spielt. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Kommen wir dann den Berg runter? Jetzt fahren wir mit dem Moped. Sind wir gleich da, wenn wir hier den kurzen Weg nehmen. Gefahr ist natürlich, dass mich auf die Nase legt und ich sterbe. Aber im Moment klappt es ja, ist er relativ frei von Steinen. Ja, wie ihr seht, ich habe immer noch dieselbe Klamotten an. Ich war zwischenzeitlich, habe ich auch mal Schneetarn angehabt oder habe ein... Da war jemand. Da war Gegner, ne? So, wo muss ich denn nun mal hin? Darüber. Okay. Ich wollte jetzt nicht den Gegner in die Arme laufen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Klamotten. Hat man ja natürlich eine gewisse Auswahl, die kann man dann auch tauschen, das macht auch Spaß. Oh, das sind Lamas. Ich hab schon gedacht, das sind Gegner.
So, ich könnte. Hätte eigentlich Schneetarn anziehen können. So. Dann steigen wir mal ab. Also, Turm ist wahrscheinlich mal wieder ein Sniper am Werk. Das sind keine Gegner. Unten sind Fahrzeuge. So, wo sind die Explosionen jetzt? Ach, und was ich gerade so sehe mit den Wolken, die Stände, beziehungsweise die Wetterverhältnisse, dass sie sich ändern können, das finde ich auch klasse. Dass dann plötzlich Shift wie aus Kübeln und dann kommt die Sonne wieder raus. Ah, das ist echt herrlich anzuschauen. So. Ja, Kurzwaffe in die Hand. Ja, ich bin mittlerweile auf Maschinengewehr umgestiegen, weil die letzten Missionen, da habe ich ein bisschen was mit Wumms gebraucht. Deswegen habe ich da immer ein Maschinengewehr anstatt des Sturmgewehrs eingepackt. Mach die Leute nicht nervös. Waffen unten halten. Okay. Also hier wird anscheinend gekämpft. Jetzt bin ich mal gespannt. Baumann. Katari. Simon. Uns verarscht. Mhm. War nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Und wieso spielt er plötzlich falsch? So. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Kontakt! Feindliche Rebellen! Also ich weiß noch nicht, wie es im Moment schneit, deswegen kurze Einführung. Ich nehme die Penne unter Feuer. Wir sollen so schnell wie möglich in das Mausoleum kommen. Und haben natürlich nicht genügend Zeit. Ich habe nämlich die Mission gerade schon mal probiert und bin kläglich gescheitert. Jetzt müssen wir den ganzen Mist nochmal spielen. Könnte mein Mann mal ein bisschen feuern? Es ist schön, dass der Zug jetzt kommt. Hola, Camarada. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Das gleiche wie du. Das Richtige für mein Land zu tun. El Sueño. Das gleiche wie du. Das Richtige für mein Land zu tun. Mhm. El Sueño wird in Bolivien sterben. Mein Volk muss erfahren. Meine Regierung muss erfahren. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven der Amerikaner sind. Auch allein sind wir stark. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark ist? Ich muss jetzt mal gucken, okay, da muss ich noch geradeaus durch. Idealen getrieben. Guten Idealen. Aber Ideale machen nicht satt. Oh. Stellen keine Armee. Nein, nicht runterfahren. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, kommt es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion, die ich El Sueño bald erteilen werde. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Danke für eure Hilfe. Ja, ihr habt es selber gehört. Der will jetzt auf eigene Rechnung das hier zu Ende bringen. Aber ohne die Amerikaner. So, gleich geht der Wagen drauf. Das letzte Mal bin ich über den Staudamm gefahren, da waren aber so ein Haufen Gegner. Hatte ich auch keine große Chance, beziehungsweise bin zwar durchgekommen, aber da sah der Wagen dann auch genauso katastrophal aus, wie er jetzt schon ist.
Ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Also wenn wir in dem Kaff sind, dann sollten wir... Also es ist irgendwo hier unten ist dann Schluss. Da müssen wir den Rest laufen. Das ist nämlich auch so ein Witz. So, jetzt kommen wieder LKWs. Müssen wir hoch. Jetzt kommt wieder der komische Helikopter. Das haben wir schon wieder falsch abgebucht. Das ist mir vorhin schon passiert. Nee, falsch noch ein Stück halt. Oh Mann, ey, das wird wieder so knappes Ding. Ja, den... Der interessiert mich eigentlich im Moment gar nicht. Nachtsicht. Könnt ihr mal bitte den Heli wegholen? Das Ding explodiert. Jetzt haben wir natürlich kein Fahrzeug. Natürlich nicht so schön. Tango ist tot. Ja, Tango ist tot, interessiert mich nicht. Okay. Wenn die sich gegenseitig beschießen, habe ich kein Problem damit. Das Problem habe ich dann, wenn sie mich beschießen. Von denen sind wieder Fahrzeuge. Minuten noch, das schaffe ich nie. Alle bereit? Feuer! Sofort, verstanden? Das sind Fahrzeuge. Gucken, ob wir da einen kriegen können. Oh Mann, ey, das ist so nervenaufreibend. Scheißdreck. Komm. Ich wollte jetzt nicht sprechen, ich wollte das Radio ausmachen. Fahr doch nicht immer kreuz und quer. So, 2 Minuten noch. Jetzt erstmal volle Deckung. Uah.
Wo bei mir? Granate, volle Deckung. So, jetzt aber hoch hier. Dreckschwein im Gebüsch wieder versteckt. Nein, bitte jetzt nicht. Leck mich am Buckel, ey. Das war jetzt heftig. Nimm die Hände hoch, Arschloch. Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit. Natürlich. Adios, Señor Katari. Ach du Scheiße. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman. Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir... Sir, das ist nicht möglich. Wir sollen den laufen lassen, hä? Keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Wir sollen nicht laufen lassen. Was? Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit wem? Mit dem Justizministerium! Moment. Moment, er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Señora Bowman. Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet. Meinen Partner enthauptet. Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert.
Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman, Ende. Nicht schlechtes Ende. Ging's halt nur darum, ob, ja, Lynchjustiz, ob das da in dem Fall, ja, moralisch vertretbar ist. Aber es war echt nicht schlecht. So, es gibt ja noch ein paar Erweiterungen, die werde ich mir mal angucken. Vielleicht werde ich da noch mal irgendwas zusammenschneiden. Aber das war's jetzt erstmal für Ghost Recon. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem anderen Spiel. Ciao, macht's gut.